Sport mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben. Und ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen und da ging es eigentlich schon von früh auf los mit Fahrradfahren, Fußballspielen, Laufen. Es bringt mir einfach riesig Spaß, wie schnell man durch eigene Muskelkraft sich voranbewegen kann. Ich glaube, jeder kommt irgendwann mal an seine Grenzen, aber für mich ist es dann wichtig, irgendwann über diese Grenzen hinauszugehen und da einfach weiterzukommen. Und dafür arbeite ich jeden Tag und möchte über diese Grenzen hinauskommen. Da es mein erstes Mal beim Hamburg Triathlon richtig ist, möchte ich es auf jeden Fall genießen und mit den Leuten am Steigenrand Spaß haben und ein gutes Rennen für mich machen. Also mein Papa macht eigentlich schon seit, ich glaube, knapp 25 Jahren Triathlon, also ist da wirklich einer der alten Hasen. Und dann war es eigentlich immer so, dass er gesagt hat, ja Paul, komm, lass uns doch mal eine Runde Radfahren, lass uns mal eine Runde laufen, mal eine Runde schwimmen. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, ja, du gehst zur Triathlon-Schiene. Und ich mache immer noch super viel mit meinem Papa, also ist er da immer noch mein Begleiter von Anfang bis hoffentlich Ende. Also klar, zum einen spürst du, sage ich mal, den Oberschenkel, wenn du in die Pedale drückst, aber zum anderen nimmst du auch deine Umgebung wahr. Also du hast, wenn du draußen fährst, Fahrtwind und wenn du recht flott unterwegs bist, dann hört sich der Fahrtwind auch ziemlich intensiv an in deinem Ohr. Und das ist einfach schön zu sehen, wie schnell du dich durch deine eigene Kraft fortbewegen kannst. Und da denke ich auch immer dran beim Schwimmen. Es ist, dass man wie so eine Art Fisch sich durchs Wasser bewegt. Mich freut es einfach dann am Ende zu sehen, okay, du hast ein Jahr dich auf etwas vorbereitet und am Ende siehst du, okay, es hat geklappt, du kannst deine Ziele erreichen und das spornt mich eigentlich jeden Tag erneut an, dass ich besser werden will als am Tag zuvor.